Nach dem Schaltungsanalyse-Video im letzten Sommer gab es einige, die meinten, wir könnten sowas ruhig mal wieder machen. Deshalb habe ich nochmal eine uralte Schaltung rausgekramt, die wir analysieren wollen. Bevor jetzt aber gleich wieder die Kommentare kommen, dass das alles überholt ist und man das heute ganz anders machen würde, darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht darum, die Schaltung am Ende 1:1 nachzubauen. Wer will, kann das natürlich machen. Das Entscheidende ist aber, daraus vielleicht was zu lernen und ein besseres Verständnis für bestimmte Zusammenhänge zu bekommen. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Im Gegensatz zum letzten Mal wollen wir heute nicht irgendwelche Fehler im Schaltplan finden. Stellt euch vor, ihr habt in einem alten Buch oder einer Zeitschrift was gefunden, was euch interessiert. Die verwendeten Bauelemente, also vor allem die Halbleiter, sind nicht mehr verfügbar oder irgendwelche exotischen ausländischen Modelle oder gar nicht bekannt. Wie kann man die mit Bauelementen ersetzen, die heute verfügbar sind oder noch irgendwo in der Bastelkiste liegen? Wir machen die Analyse in drei Etappen. In Schritt 1 versuchen wir erstmal herauszubekommen, was ist das für eine Schaltung? Wie funktioniert sie? Wofür könnte sie gut sein? Im zweiten Schritt überlegen wir uns, welche Anforderungen an die Bauelemente gestellt werden, damit wir entsprechende Austauschtypen aussuchen können. Und der dritte Schritt wird gerne mal vergessen. Welche Auswirkungen hat der Ersatz mit anderen Bauelementen vielleicht auf den Rest der Schaltung? Müssen wir die vielleicht noch etwas verändern oder umdimensionieren? Für den ersten Teil will ich euch jetzt wieder ein bisschen Zeit geben, damit ihr selbst überlegen könnt. Haltet also das Video mal kurz an und versucht herauszubekommen, was das für eine Schaltung sein könnte. Ja, vergleichen wir jetzt mal das Ergebnis für die, die es wirklich erstmal selbst versucht haben. Was wohl jedem aufgefallen sein wird, ist der Fotowiderstand. Es handelt sich offensichtlich um eine Art Lichtempfänger. Im hinteren Teil der Schaltung finden wir ein Relais. Das bedeutet, es soll wohl ein Schaltvorgang ausgelöst werden. Geschaltet wird diese unabhängige Baugruppe. Die besitzt einen Lautsprecher, also gibt es wohl eine akustische Ausgabe. Um einen Verstärker kann es sich eigentlich nicht handeln. Wenn man die Rückkopplung über die obere Hälfte der Primärwicklung des Übertragers und C5 auf die Basis des Transistors sieht, wird es wohl eine selbstschwingende Konstruktion sein. Mit anderen Worten, ein Tongenerator. Geschaltet wird der über einen Ruhekontakt des Relais. Um den mittleren Schaltungsteil zu verstehen, ist es gut, wenn man einige Grundschaltungen kennt und wiedererkennen kann. Wir wissen ja schon, dass Transistor 3 im Schalterbetrieb arbeiten wird. Vom Kollektor gibt es eine Rückkopplung über R1 zur Basis von Transistor 2. Zwischen dem Kollektor von T2 und der Basis von T3 liegt der relativ große Kondensator C3. Der ist beidseitig über Widerstände mit der Betriebsspannung verbunden. Damit kann er sich, je nachdem welcher Transistor gerade leitend ist, in die eine oder andere Richtung aufladen. Wo haben wir sowas schon mal gesehen? Beim monostabilen Multivibrator. Im stabilen Zustand ist Transistor 3 leitend. Das Relais ist angezogen und der Tongenerator abgeschaltet. Durch die Rückkopplung über R1 ist die Spannung an T2 zu niedrig, um ihn leitend zu machen. Der Kondensator lädt sich über R4, T3 und R5 mit fast der Betriebsspannung auf. Mit einer entsprechend hohen negativen Spannung an der Basis von Transistor 2 könnten wir diesen leitend machen. Der Kondensator liegt jetzt mit dem Minuspol über T2 und R5 an Masse. Transistor 3 bekommt die volle positive Ladung zu spüren und schließt. Der Kondensator wird über das Potentiometer P2 umgeladen, bis Transistor 3 wieder leitend wird und T2 wieder gesperrt wird. Das Ganze ist also ein simpler Zeitschalter. Die Zeit wird durch C3 und P2 bestimmt.
bleibt noch der Lichtempfängerteil. Mit steigendem Lichteinfall steigt der Strom durch Transistor 1 an und damit auch der Spannungsabfall am Potentiometer. Der Emitter wird negativer. Das wirkt sich aber nicht direkt auf die Basis von Transistor 2 aus, da beide nur über einen relativ kleinen Kondensator miteinander verbunden sind. Eine langsame Lichtänderung wird also keinen Einfluss haben. Damit kommt sowas wie ein Dämmerungsschalter nicht in Frage. Der Kondensator lässt sich nur zum Beispiel durch hohe Frequenzen überwinden, was aber unwahrscheinlich ist, weil der Monoflop und das Relais sehr träge reagieren. Bleibt nur noch die Auslösung des Zeitschalters über einen kurzen negativen Impuls an T2. Die Schaltung reagiert also eher auf kurze Lichtblitze. Fassen wir zusammen. Durch einen Lichtblitz wird der Zeitschalter aus T2 und T3 aktiviert. Das Relais fällt ab und der Tongenerator wird aktiviert. Nach Ablauf der Zeit wird er wieder abgeschaltet. Einfallende Lichtimpulse werden also durch ein akustisches Signal angezeigt. In echt gehört dazu noch ein zweiter Teil, nämlich eine Lichtblitzpistole. Der Fotowiderstand wird in die Mitte einer Zielscheibe montiert und Treffer werden durch einen Ton angezeigt. Das ist der ursprüngliche Sinn dieser Schaltung. Mit Potentiometer 1 wird die Empfindlichkeit des Lichtempfängers eingestellt und mit P2 die Länge des Tons. Die Transistoren sind nicht bekannt. Wie bauen wir die Schaltung nach? Wenn man das Alter der Schaltung berücksichtigt und die Transistoren alles PNP-Typen sind, liegt die Vermutung nahe, dass es sich noch um Germaniumtransistoren handelt. Die wurden aus technologischen Gründen vor allem als PNP-Transistoren gefertigt. Ein weiteres Indiz dafür ist die Freilaufdiode am Relais, die auch noch ein Germaniumtyp ist. Moderne Siliziumtransistoren sind eher als NPN-Typ üblich und bei vorhandenen Beständen wohl eher zu finden. Es macht vielleicht Sinn, die Schaltung erstmal auf NPN-Transistoren umzustellen. Was ist dafür nötig? Alle Polaritäten in der Schaltung müssen gedreht werden. Als erstes natürlich die Betriebsspannung. Der Minuspol kommt jetzt an Masse. Dann müssen alle Elektrolytkondensatoren umgepolt werden. Und natürlich auch die Diode am Relais. Die größten Bauchschmerzen beim Nachbau wird uns wohl der Übertrager machen, der übrigens schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Schaltung nur noch aus Restbeständen zu bekommen war. Wir wissen ja, dass das hier nur ein simpler Tongenerator ist. Den kann man durch eine beliebige eisenlose Variante oder einfach nur durch einen Summer ersetzen. Damit sind wir die Sorge schon mal los. Nehmen wir uns jetzt die Transistoren vor. Wenn die Daten der alten Transistoren bekannt wären, könnte man die neuen Transistoren natürlich so aussuchen, dass sie die Grenzwerte mindestens erfüllen müssen. Es kann aber sein, dass das gar nicht nötig ist. Der Entwickler der Schaltung hat vielleicht gerade das genommen, was er da hatte oder was zu der Zeit gerade günstig verfügbar war. Darum schadet es nicht, mal einige Werte zu überschlagen. Es kommt da nicht so auf Genauigkeit an, weil wir am Ende immer eine gewisse Sicherheit mit einplanen. Die Spannung über den Transistoren wird nie die Betriebsspannung von 9 Volt übersteigen. Das sollte für die meisten Transistoren kein Problem sein. Wie groß wird der Strom? Die Kollektorwiderstände bei Transistor 2 und 3 haben jeweils 1 Kiloohm. Bei 9 Volt fließen maximal 9 mA. Auch das schafft so gut wie jeder Transistor. Eigentlich fließt noch weniger, denn wir haben den kleinen Emitterwiderstand vernachlässigt. Der ist praktisch unsere Sicherheit. Wie sieht es mit der maximalen Verlustleistung aus? Manch einer könnte jetzt versucht sein, einfach 9 Volt mal 9 mA zu rechnen. Das ist aber so nicht richtig, weil beides gleichzeitig nicht möglich ist. Transistor 2 und 3 arbeiten im Schalterbetrieb. Die größte Verlustleistung wird wohl im durchgeschalteten Zustand auftreten. Es fließen 9 mA und über dem Transistor bleibt eine Restspannung von etwa 0,2 bis 0,3 Volt. Das sind 2,7 Milliwatt, also auch kein Problem.
Etwas anders sieht das bei Transistor 1 aus, denn der arbeitet analog. Die größte Verlustleistung entsteht, wenn der Transistor halb geöffnet ist. Wenn wir annehmen, dass wir auch hier nicht mehr als 10 mA fließen lassen, sind das 45 mW. Aber da müssen wir später noch mal etwas genauer hinsehen. Damit die Transistoren 2 und 3 richtig durchsteuern können, müssen sie bei der gegebenen Dimensionierung eine bestimmte Stromverstärkung haben. Auch hier überschlagen wir mal, wie groß die mindestens sein muss. Bei Transistor 3 ist das recht einfach. Basis- und Kollektorwiderstand liegen an der gleichen Spannung. Das Verhältnis Kollektor zu Basisstrom entspricht dem Verhältnis Basis zu Kollektorwiderstand, also 25 zu 1. Die Stromverstärkung muss also mindestens 25 sein. In echt natürlich etwas mehr, damit der Transistor sicher in die Sättigung kommt. Aber das sollte kein Problem sein. Etwas schwieriger wird es bei Transistor 2 wegen dem Spannungsteiler an der Basis. Im eingeschalteten Zustand ergibt sich die Basisspannung aus der Basis-Emitter-Spannung von 0,7 Volt plus dem Spannungsabfall am Emitterwiderstand. Das sind 150 Ohm mal 9 mA, also 1,3 Volt. Macht zusammen 2 Volt. Damit liegen über R1 und dem Relais 7 Volt. Bei zusammen 21 Kiloohm fließt ein Strom von rund 0,3 mA. Davon fließen 0,2 mA über R2 am Transistor vorbei. Bleiben also 0,1 mA Basisstrom. 9 mA Kollektorstrom zu 0,1 mA Basisstrom ergibt eine Mindeststromverstärkung von 90. Bei so langsamen Schaltvorgängen spielt die Grenzfrequenz der Transistoren keine Rolle. Wir brauchen noch einen Ersatz für die Diode. Die Strombelastbarkeit einer Freilaufdiode muss dem Strom durch das Relais im eingeschalteten Zustand entsprechen, da sie den ja beim Abschalten übernehmen muss. Die 9 mA schafft wohl jede Wald- und Wiesendiode. Kommen wir zum letzten Teil. Was hat sich durch den Austausch der Transistoren geändert und ist das für die Schaltung relevant? Gegenüber Germaniumtransistoren haben Siliziumtransistoren eine höhere Schwellspannung an der Basis. Der Schaltimpuls an Transistor 2 muss jetzt etwas höher sein als vorher. Das lässt sich aber wahrscheinlich über die Einstellung der Empfindlichkeit an Potentiometer 1 ausgleichen. Damit Transistor 3 leitend wird, muss ich C3 jetzt etwas höher aufladen. Das heißt, der Zeitschalter schaltet jetzt etwas später. Da es hier nicht auf Genauigkeit ankommt und die Bauelemente-Toleranzen wahrscheinlich einen viel größeren Einfluss haben, ist das auch unkritisch. Was ändert sich noch? Wir können davon ausgehen, dass die Stromverstärkungen bei modernen Transistoren um einiges höher sind als beim Original. Man könnte darüber nachdenken, die Basiswiderstände etwas zu erhöhen, um minimal Strom zu sparen. Sehen wir uns nochmal Transistor 1 an. Der Widerstand des Potentiometers lässt sich bis auf 0 herunterregeln. Der Strom wird nur noch über den Basisstrom durch den Photowiderstand begrenzt. Bei sehr hoher Stromverstärkung könnte der Kollektorstrom jetzt sehr groß werden. Darum macht es Sinn, noch einen Festwiderstand in Reihe zu schalten, um den Strom zu begrenzen. Und es gibt noch was zu beachten. Wenn der Zeitschalter auslöst, bekommt die Basis von Transistor 3 die volle negative Spannung von C3 zu spüren. Der hat sich vorher mit der Betriebsspannung minus der Spannung über R5 plus 0,7 Volt Basis-Emitter-Spannung aufgeladen. Wir hatten die Basisspannung ja vorhin schon mit 2 Volt berechnet. Wir wissen, dass es eigentlich weniger ist. Am Kondensator liegen also etwa 7 bis 8 Volt. Das könnte für die Basis-Emitter-Strecke des Transistors schon zu viel sein. Das trifft erst recht zu, wenn man die Betriebsspannung noch etwas erhöht, weil man vielleicht nur ein 12-Volt-Relais zur Verfügung hat. Abhilfe schafft eine Basisschutzdiode. Wieso war die bei den alten Transistoren jetzt nicht nötig? Wir hatten ja vermutet, dass das ursprünglich Germanium-Transistoren waren. Und tatsächlich hatten die alten Germanium-Legierungstransistoren
eine höhere Basisemitter-Sperrspannung von etwa 10 Volt bis 15 Volt. Modernere Silizium-Planar-Transistoren geben da schon bei 5 bis 6 Volt auf. Damit haben wir erfolgreich die Schaltung in die Neuzeit transformiert. Alles in allem werden an die Bauelemente keine allzu hohen Anforderungen gestellt, sodass ein Nachbau ohne Probleme möglich sein sollte. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges bei dem Video mitnehmen. Wenn euch dieses zweite Schaltungsanalyse-Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal.